ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel für die kommende Woche. Ja, und ich bin wieder aus meiner Auszeit zurückgekehrt, tauche jetzt also wieder auf aus der Versenkung vielleicht und hatte wirklich eine wunderschöne Woche. Ich war sehr viel in der Natur, sehr viel draußen, habe Gott sei Dank mich in den Bergen aufgehalten, sodass es nicht so warm war, also extrem heiß. Es war warm, aber nicht heiß. Und insofern habe ich mich echt gut erholt, habe sehr aufgetankt und auch wirklich braucht es auch ab und zu, dass ich so für mich einen Tapetenwechsel habe, wo ich einfach ja mal in einer ganz anderen Umgebung bin. Das kennt bestimmt jeder von euch auch und das ist für mich auch wichtig. Weniger so das reine Erholen als mehr andere Eindrücke bekommen und eben sehr, sehr in der Natur zu sein. Das ist für mich immer sehr wichtig und ja, und davon hatte ich jetzt einfach eine Woche lang ganz intensiv viel und ja, bin schon zurück und habe jetzt neue Nachrichten für euch, beziehungsweise vor allen Dingen halt das Orakel als Nachricht verpackt. Und ich denke, da kriegen wir zwei Themen für die kommende Woche, die sehr wichtig sind, die durchaus auch zusammenhängen mögen, aber wo jetzt wichtige Geschehnisse sind, wichtige Entwicklungen, die ihr vielleicht spürt. Manche auch schon ein bisschen vorher, manche eher ein bisschen später, ist immer ein bisschen unterschiedlich. Das sind ja so Trends und Tendenzen, die sich auch nicht immer nur in einer Woche dann mal eben schnell abspielen. Das wäre ja auch alles ganz husch husch. Also insofern sehe ich hier so ein bisschen zwei Themen, hier das obere Thema und das untere Thema. Und das ist so ein bisschen, scheint es auch verknüpft zu sein. Schauen wir mal, was die Engel da haben für euch für die kommende Woche. Also das erste Thema, was sich hier zeigt, ist der Baum des Lebens. Und ihr seht hier diesen Baum, ja, der ist unten auch stark verwurzelt. Da ist so eine Art schwangere Person zu erkennen, könnte man mutmaßen. Also auch das Thema Fruchtbarkeit. Wir sehen hier auch einen Apfel. Also natürlich, der Baum des Lebens hat natürlich auch ein Ziel, ist natürlich auch eine Frucht hervorzubringen. Und es geht um das Leben, es geht um die innere und äußere Balance, um Weisheit, Einfachheit, um das Gebären des Neuen, um die Erdgöttin, um das freie Fließen, um das Sakral und das Basischakra, also unsere Verbindung zu Mutter Erde, unsere Kreativität und Lebenskraft, unser Wachstum und alles kommt jetzt zusammen. Also vertraue, hab Vertrauen und du bekommst auch die Unterstützung, die du brauchst für deine Projekte. Also es geht hier sehr, sehr stark um eine Verankerung, eine Verwurzelung, eine Erdung, die wir brauchen in der kommenden Woche. Aber auch der Tree of Life, ist der Baum des Lebens, ist ja auch oben mit seiner Krone mit dem Universum verbunden. Das heißt, es geht um die Verbindung von oben und unten. Ja? Es geht darum, jetzt etwas Fruchtbares hervorzubringen, ein Ergebnis, eine dritte Energie, ja? Etwas, was aus dem Oben und dem Unten entstanden ist, aus dem irdisch-physischen und aus dem spirituell-ätherischen zusammen, ja? Was auch immer das für euch ist, wo ihr vielleicht auch versucht, etwas, was vielleicht eure innere Führung oder eure höhere Führung von euch möchte, auch in die physische Realität umzusetzen. Und für manche ist das auch der Weg zum Himmel auf Erden, den Himmel auf Erden zu erschaffen mit Hilfe der Engel. Ich sehe hier die 44, was ja ein Hinweis auch auf die Engel ist, die Unterstützung durch die Engel. Und es geht hier auch um das Verschmelzen von Himmel und Erde oder auf dem Himmel und der Erde, das Manifestieren von Ideen in die Realität, also das wirklich Realisieren von Ideen in der Realität. Das Kombinieren von männlich und weiblich, das Erden, die Einheit, die heiligen Beziehungen, auch die Zwillingsflammen, Vereinigung oder Wiedervereinigung, je nachdem, wie man das sehen möchte. Also es geht hier darum, jetzt das Oben und das Unten zu verbinden, auch in unseren Beziehungen, ja auch in dem, was vielleicht bisher noch sehr gegensätzlich war, was sich sehr abgestoßen hat. Also es scheint wieder Thema zu sein im Moment, dass hier jetzt fruchtbare Dinge auf die Bahn kommen, nach vorne kommen. Und dazu ist aber vor allen Dingen nötig, und ich denke, da werden viele jetzt auch nicken hinter der Kamera hier quasi, es geht um eine mentale Heilung, ja, die Heilung des Geistes durch die Exploration und innere Reflexion, welche in die Expansion unseres Verstandes mündet. Es geht hier vor allen Dingen um Ego-Heilung und um Heilung von mentalem Chaos, auch hier Erden in der Verbindung. Also das Oben und das Unten ist hier wirklich sehr gut mit diesen beiden Karten hier schon verbunden. Ja, und was das hilft, zu verbinden, das aufzulösen, was eben auch durchaus mit Ego-Anhaftung zu tun hat, mit einer Übersteigerung von mentaler Aktivität, geistiger Aktivität oder Verstandeskontrolle, das aufzulösen, mehr zu erden, in den Ausgleich zu bringen. Das scheint in dieser Woche immer noch Thema zu sein, ist sicherlich nicht neu. Aber ich sehe hier besonders das Thema Ego, was, glaube ich, im Moment durch bestimmte oder schon in den letzten Wochen durch bestimmte Energien
nochmal stark angetriggert wurde, habe ich selber auch gespürt, dass da nochmal Ego-Themen ganz, ganz stark kommen, ins Bewusstsein nochmal angeschaut werden wollen, aufgelöst, geheilt werden wollen, in die Balance kommen wollen. Ganz, ganz wichtig. Und ich denke, gerade auch so ein Aufenthalt in der Natur oder viel in der Natur zu sein, sich mit der Natur zu verbinden, zu verwurzeln, ist ganz wichtig. Ja, und dazu kam noch, jetzt möchte ich das ausnahmsweise mal in der Richtung hier auch interpretieren, nicht wie sonst zu den einzelnen Karten, weil das kam mir hier so aus einem Guss, dass mir klar war, da wollen die Engel was eine zweite Geschichte erzählen. Und zwar geht es hier um echte Freundschaften. Echte Freunde halten immer zusammen. Also es geht hier auch nochmal in der kommenden Woche darum, dass ihr euch eure Freundschaften anschaut oder für diejenigen, die sich etwas echtere Freunde wünschen, dass es um das Thema geht in der folgenden Woche, dass sich hier Wünsche vielleicht erfüllen lassen auf eine bestimmte Art und Weise. Und die Engel sagen, es ist wichtig, dass ihr euch am Licht orientiert. Seht das Licht in dir selbst und auch in allen anderen, aber orientiert euch auch am Licht, am lichtvollen Weg, eben nicht zu sehr ins Ego abgleiten, weder wir selber noch das auch bei unseren Freunden tolerieren, wenn es zu stark in die Ego-Richtung geht, dann auch ruhig darauf hinweisen, aber auch durchaus mit den anderen teilen vom Herzen und auch von der Seele die Dinge teilen, die wichtig sind, die Spaß machen, die gut tun. Aber auch durchaus vom Herzen teilen, auch das, was uns auf dem Herzen liegt. Also wenn du großzügig bist, freut sich jeder. Also teile dein Licht auch durchaus mit den anderen, auch deine lichtvollen Gedanken, Absichten. Und dann findest du auch die Freunde, ziehst du auch die echten Freunde an, die du jetzt, die mit dir in Resonanz gehen einfach, ne? Die jetzt auch zu dir passen. Und da, wenn das für manche Leute im Moment nicht so stimmig ist, also wenn ihr das Gefühl habt, das ist, passt gerade irgendwie nicht so stellenweise, kann das auch zeigen, dass sich da jetzt was ändert. Ja, vielleicht macht ihr habt ihr eine Schwingungserhöhung in den letzten, würde ich eher sagen, Monaten durchgemacht und die führt jetzt auch dazu, dass ihr merkt, auch mit anderen, vielleicht auch spirituellen Freunden, es passt aber nicht mehr so hundertprozentig. Auch da kann sich nochmal was ändern. Ja, denn die Engel sagen, oder hier die Einhörner, sehr, sehr bald, das, wonach du fragst, wird sich bald auf erfreuliche Weise ergeben. Also alles das, was du dir jetzt im Bereich der Freundschaften, der echten Freundschaften, lichtvollen Freundschaften auch wünscht, sagen die Einhörner, kommt zu dir, ob es darum geht, dass du dich mehr, ja, dass du mit anderen mehr teilen kannst, mitteilen, sagen wir auch so schön, oder auch wirklich andere Dinge in deinem Leben teilen kannst, Hobbys oder gemeinsame Interessen, das wird wohl kommen, also da scheint sich jetzt was zu tun und ich habe das Gefühl, das hat hier auch mit dieser Auflösung von Ego zu tun, bei euch selbst, also alle Arbeit, die ihr euch selbst tut, wird immer dazu führen, dass ihr euch verändert, dass ihr weiter wächst, euch weiterentwickelt, immer mehr zum Licht hin. Und das zieht auch wieder, eben wie gesagt, andere Menschen an. Also da kann einfach im Moment ein bisschen Bewegung sein, ein paar Veränderungen, die aber wichtig sind. Ja, weil wir alle brauchen ein Gegenüber, was uns auch mal spiegelt, auch unterstützt, versteht, zuhört. Ja, das, was wir geben, auch erwidert. Also teilen heißt auch immer nicht nur einer teilt, sondern beide teilen. Also von beiden Seiten geben und empfangen. Das ist extrem wichtig ja in Freundschaften, das wissen wir alle. Und das scheint nochmal im Fokus zu sein der kommenden Woche. Also in diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Woche mit ja, viel Ausgleich, innerer Harmonie, dass ihr da hinkommt, nur für die, die das da noch nicht sind oder gerade im Moment nicht sind, weil das ist ja nie ein statisches System, sondern es ist immer in Bewegung. Und ja, freue mich auf eure Kommentare, eure Rückmeldungen zu dem, was ihr so erlebt habt und sage euch von Herzen bis bald. Tschüss.